Moin zusammen von der Ostsee, genauer gesagt von Cuxhaven, wo die Elbe in die Nordsee mündet. Und heute haben wir mal wieder eine ganz spezielle Rollstuhlerlebnisreise, so wie natürlich alle unsere Rollstuhlerlebnisreisen. Wir sind mit Stefan unterwegs und Torben. Und den Namen von Stefan haben wir geändert und wir zeigen auch sein Gesicht nicht. Und genau, er hat eine Lernbehinderung und wir haben zusammen beschlossen, dass wir ihm einfach mal so ein bisschen das Watt zeigen, damit er das so mit allen Sinnen wahrnehmen kann. Und wir legen ihn jetzt gleich da rein. Dann wird er so ein bisschen umspült von Wasser. Und ich bin selber ganz gespannt, wie das funktionieren wird. Und außerdem stelle ich euch gleich nochmal einen Torben vor, der nicht die erste Rollstuhl-Erlebnisreise mit uns unternimmt. Jetzt zeige ich euch Torben. Moin. Moin. Wir heute zusammen an der Nordsee, auch nicht zum ersten Mal. Nee. Mit Stefan. Du hattest ein bisschen die Idee zu dieser Reise. Erzähl mal, wie es dazu gekommen ist. Ja, das ist wieder ein Ergebnis der Instrumente, mit denen wir bei Leben mit Behinderung arbeiten. Wir haben eine persönliche Zukunftsplanung gemacht, wir haben den Kompass geplant. Wir saßen mit Therapeuten, mit den Eltern, mit Freunden und mit Bewohnern, auch professionellen Helfern zusammen und haben überlegt, was ist Erlebniswelt und was findet er spannend. Stefan ist blind und ihn interessieren also Geräusche. Wir werden gleich im Watt sein. Da werden wir hören, wie die Wattwürmer kleine Würstchen in das Nationalparkbecken hier husten. Und erleben, wie er langsam von ca. 30 Grad warmem Wasser umspült wird. Er wird die Gezeiten erleben, er wird die Gerüche hier im Watt haben und wir hoffen, dass es ihm gefällt. Ja, da sind wir gespannt. Ja, wir auch. Schön, dass du dabei bist. Ja, vielen Dank. Ja. Das ist nicht das erste Mal, dass ich mit Giambo und mit Heiko Reh zusammen arbeite. Ich finde das toll, was er ermöglicht. Das ist Inklusion. Wir erreichen Gegenden, die für unsere Menschen, mit denen ich arbeite, sonst nicht erreichbar wären. Das sind verrückte Sachen und das macht einen Riesenspaß mit einem verlässlichen Menschen an der Seite. Danke, Heiko. Danke für das Lob und danke auch für dich an deine Arbeit. Und jetzt gehen wir zusammen ins kühle Nass oder warme Nass. Ganz am Anfang habe ich hier natürlich Blödsinn erzählt. Wir befinden uns hier an der Nordsee, nicht an der Ostsee. Und die ist ja bekannt für Ebbe und Flut. Und wir haben uns den Tidenkalender angeguckt. Und ihr seht hier, es kommt langsam die Flut. Und es ist auch ordentlich windig, wie man das gewohnt ist. Und das kommt uns am heutigen Tag aber wirklich recht. Denn es ist wirklich knalleheiß gewesen. Und da müssen wir natürlich auf den Teilnehmer aufpassen. Und nicht nur auf Stefan, sondern auch auf uns, damit man in dieser prallen Sonne dann nicht irgendwann umkippt, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wir sind natürlich vorsichtig und wir haben Stefan hier einmal auf den Strandrollstuhl gepackt und ihn so ein bisschen gepolstert, denn die Spastiken, die sind immer so ein bisschen schwierig zu handeln und dann haben wir Stefan hier einfach schon mal ins Watt gepackt und ihr seht, es kommt langsam die Flut und die gehört ja einfach zu dem Erlebnis dazu. Und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr froh, dass Torben dabei ist, denn Torben ist eine Bezugsperson von Stefan und das, was er über die Jahre an einem Verhältnis zu Stefan hier aufgebaut hat, das kann ich natürlich nicht bei einem Treffen von einer Stunde irgendwie gewährleisten. Und deswegen ist es immer gut, wenn man dann noch eine Bezugsperson hat, die eben Vertrauen vermittelt und sich einfach sehr gut auskennt. So, und wir sind jetzt hier im Wasser und erleben einfach das Watt drumherum, so wie es Torben vorhin schon so schön erklärt hat mit den Wattwürmern. Und ja, also es ist hier schön flach und es ist eine ganze Menge Natur drumherum. Und interessant finde ich, dass wenn die Ebbe da ist, dann könnt ihr rüberlaufen auf die Insel Neuwerk. Und die Insel Neuwerk gehört interessanterweise zu Hamburg schon des Längeren und stellt quasi den Stadtteil Hamburg-Neuwerk, zugeordnet zum Bezirk Hamburg-Mitte, dar und gehört zur Freien und Hansestadt Hamburg somit. Auf jeden Fall ganz interessant. Hier seht ihr nochmal diese Polsterung, die wir vorgenommen haben, damit eben ein Transport möglich ist. Und jetzt
kommt Stefan hier langsam an. Das ist immer ein bisschen schwierig auch für ihn, weil er so diese Abgrenzungen drumherum nicht so wahrnehmen kann, weil es ist eben Wasser. Es ist nicht wie beim Bett, dass da irgendwie oben Kopf und unten ein Ende hat oder sowas, sondern es gibt eben kein Ende. Und jetzt sieht man, wie er langsam relaxed und dieses wirklich piwarme Wasser einfach dann so zu genießen lernt. Und hier sehen wir jetzt die kleinen Wattwürmerchen, die hier rauskommen. Und wenn man dann mit dem Ohr so ein bisschen im Wasser ist, dann hört man langsam auch, was die machen. Und hier seht ihr, der jetzt legt wirklich so die Relaxedheit ein und es ist chilliger angesagt. Und genau dafür hat sich dann auch einfach dieser ganze Aufwand gelohnt, weil nach Cuxhaven fährt man einfach auch ein ganzes Stück. Es war wirklich, wie gesagt, knalleheiß an dem Tag. Aber wir sind wirklich froh, dass alles so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben. War für uns ja auch der erste Versuch, sowas mal auszuprobieren. Und ja, ich muss sagen, ich bin bis jetzt nicht so der Nordsee-Fan gewesen. Wir haben ja meistens immer die Fahrten an die Ostsee gemacht, da ist einfach ein schöner Sandstrand. Aber ich muss sagen, hier lässt sich's auf jeden Fall verweilen. Es ist ein schönes Örtchen. Sahlenburg ist nicht ganz so touristisch, ist jetzt nicht so ganz bekannt irgendwie. Und hier seht ihr dann nochmal unseren Strandrollstuhl, der uns bis jetzt wirklich immer tolle Dienste geleistet hat. Denn so kann man einfach dann auch gewährleisten, dass man die Menschen ins Wasser bringt. War übrigens mal eine Spende des Fanclub-Sprecherrats des FC St. Pauli und da dürfen wir uns auch gern nochmal für bedanken. Jetzt gibt es hier noch ein paar Bilder vom Strand, hier auch weißer Sandstrand, also nicht das Klischee der Nordsee und trotzdem hat man den Watt noch. So, das hat auch alles prima und wunderbar geklappt, dank meiner Hilfe Torben. Stefan hat das auf jeden Fall sichtlich genossen, irgendwie, wie da langsam die Flut kam und ihn umspült hat. Wir machen uns jetzt langsam wieder auf den Weg nach Hamburg, gucken, ob wir unterwegs vielleicht noch ein Happen zu essen bekommen und dann sind wir wieder weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns ein Like, abonniert den Kanal und aktiviert die Benachrichtigungsglocke. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann folgt uns bei Facebook und Instagram. Spendet immer mal wieder eine Kleinigkeit auf unseren Crowdfundings. Die sind hier unten verlinkt in der Beschreibung. Aber am allerbesten ist immer noch, ihr werdet Fördermitglied für 2,50 Euro im Monat und unterstützt uns so, dauerhaft Rollstuhlerlebnisreisen durchzuführen. Hamburg ist für alle da.